Mit ihren umstrittenen Äußerungen zur NS-Zeit hat Eva Herrmann in den vergangenen Wochen schon für Schlagzeilen gesorgt. Nun folgte der vorläufige Höhepunkt, als ZDF-Talkmaster Johannes B. Kerner die Buchautorin aus seiner Sendung warf, weil sie ihre missverständlichen Äußerungen zur NS-Familienpolitik nicht habe aufklären können. Kerner erntete für seine Entscheidung Zustimmung, aber auch Kritik. Da saß sie nun im Rampenlicht, scharf beobachtet von allen, auch von Moderator Johannes B. Kerner. Der sagt, er habe Eva Herrmann die Chance geben wollen, ihre missverständlichen Äußerungen zur Familienpolitik im Dritten Reich gerade zu rücken, tat sie aber nicht. Fehler seien ihr diesbezüglich nicht unterlaufen, meint Herrmann, sie sei nur falsch zitiert worden. Und daraufhin, ich muss einfach lernen, dass man über den Verlauf unserer Geschichte nicht sprechen kann, ohne in Gefahr zu geraten, ja. Irritation beim Publikum und bei den anderen Gästen, Mario Barth, Margarete Schreinemakers und Senta Berger. Die ehemalige Tagesschausprecherin setzt noch einen drauf und verheddert sich ein weiteres Mal. Als ihr vorgeworfen wird, sie benutze Vokabeln, die von den Nazis geprägt wurden. Aber es sind auch Autobahnen damals gebaut worden und wir fahren heute drauf. Das reicht ihren Kritikern zwar, distanziert sich Herrmann mehrfach und deutlich von rechtsradikalen Bewegungen, doch das hilft ihr an diesem Abend auch nicht mehr. Es sind ja doch die besonders spannenden Momente, wo man sich selbst so ein bisschen Gedanken macht und überlegt, wie man weitermacht. Und die habe ich mir jetzt gemacht und habe mich entschieden, dass ich mit meinen drei Gästen weiterrede und dich, Eva, verabschiede. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Danke sehr. Das war's. Nach knapp 55 Minuten hat die Sache ein Ende. Kein gutes ohne Frage, aber eines, an das man sich erinnern wird. Für Eva Herrmann war der Auftritt wohl ein neuer Tiefpunkt. Also sie scheint im Moment auf einer Art Kreuzzug zu sein und leider, leider, leider gibt sie jetzt doch denen recht, die sie tatsächlich etwas stärker die braune Ecke stellen. Und so gehören der arbeitslosen Moderatorin vielleicht auch in den nächsten Wochen die Schlagzeilen, ob sie will oder nicht. Ja, und jetzt dazu unsere Telefonumfrage. War der Ausschluss von Eva Herrmann aus der Kerner-Sendung richtig? Sagen Sie ja, dann rufen Sie bitte an unter der 01378 981001. Wenn Sie meinen, nein, das war die falsche Entscheidung, dann bitte die 01378 981002. Ein Zwischenergebnis der Umfrage gibt es um 11.30 Uhr.